Trainer Del Curto und seine Mannschaft denken überhaupt nicht daran, im Strichkampf irgendwelche Geschenke zu verteilen. Die Bündner legen gleich entschlossen los. Forster schließt eine von vielen Chancen nach 4,5 Minuten zum 0:1 ab. Die Tessiner in dieser Phase vom Davoser Tempo überfordert, das 0:1 die logische Folge. Und es geht gleich weiter mit Vollgas-Hockey. Picard mit einer technischen Finesse. Am Ende fehlt der krönende Abschluss, der Kanadier schießt knapp übers Tor. Bis zur ersten richtig gefährlichen Situation vor dem Davoser Tor vergehen fast 10 Minuten. Dafür ist diese Chance eine richtig gute. Chavaillat und Stuka verpassen den Tessiner Ausgleich. Damit ist Andrei Pjotta im Spiel angekommen. Hall überlässt Bestoni und der bezwingt Giannoni zum 1:1 in der 11. Minute. Saisontreffer Nummer 11 für den besten Schweizer Scorer bei Andrei Pjotta. Nun brauchen die Davoser etwas Zeit, um wieder auf die Spur zurückzukommen. Dino Wieser scheitert an Sandro Zorkirchen und so gehen die beiden Mannschaften mit dem 1:1 in die erste Drittelspause. Das dachten jedenfalls die Davoser. Oliver Kamber denkt ganz anders, lässt sich diese Gelegenheit nicht entgehen und bringt die Leventiner 17 Sekunden vor Ablauf der ersten 20 Minuten in Führung. In der Mitte des zweiten Drittels lanciert Davos-Torhüter Giannoni Devin Setoguchi. Doch der Kanadier scheitert an Zorkirchen, dann holt sich Fuchs die Scheibe und läuft fast ungestört auf Giannoni los. Guerra kann zwar den Gegentreffer gerade noch verhindern, allerdings nur mit einem Foul, das aber ohne Folgen bleibt. Das Mitteldrittel kann bei weitem nicht mit den ersten 20 Minuten mithalten. Klare Gelegenheiten wie diese für Simeon haben Seltenheitswert. Dann aber geht's schnell. Corvi gewinnt das Pulli, Picard reagiert blitzschnell und schon steht es 2:2. Das vierte Tor von Picard im 9. Meisterschaftsspiel für den HC Davos. 2:2 nach 40 Minuten, wieder hat einer etwas dagegen. Paolo Duca alleine vor Giannoni, diesmal bleibt der Torhüter Sieger. Im dritten Abschnitt nimmt die Intensität und die Qualität wieder deutlich zu. Setoguchi scheitert einmal mehr an Sandro Zorkirchen. Aber auch Leonardo Giannoni bekommt immer wieder Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Hier wird er mirakulös gegen Adrien Lauper. Dann versucht sich Davos-Topscorer Lindgren aus der eigenen Zone zu befreien. Das gelingt. Nicht nur das, Marc Wieser auf und davon und schon führen die Gäste wieder mit 3:2. Das unglaubliche Zuspiel von Lindgren und der eiskalte Abschluss von Marc Wieser. Die Antwort von Ambry 3 Minuten später. Monet, Emerton und dann steht Trunz an der richtigen Stelle. Via Pfosten trifft der Berner zum erneuten Ausgleich für die Tessiner. 3:3 auch nach 65 Minuten. Es geht ins Penaltyschießen. Und dort steht es nach 17 geschossenen Penaltys 5:5 unentschieden. Ambühl kann es entscheiden und das tut er auch. Mit dem 18. Penalty holt sich Davos den Zusatzpunkt und gewinnt mit 6:5.